Weiter geht's mit der nächsten Folge von Power to the Peep. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir haben kein Geld mehr. Wir haben keine Windkraftanlagen mehr, weil die bald runtergefahren werden müssen. Das hatte ich euch gestern tatsächlich auch nicht erzählt. Ich zeige es euch hier mal. Ihr seht hier, Wartung fällig in einem Tag. So, wir könnten das auch jetzt warten, wenn wir sagen, hey, wir wissen jetzt, wir haben 9 Meter pro Sekunde an Energie. Wir haben aber wahrscheinlich einfach kein Geld dafür. Und ihr seht hier, die brauchen alle... Der braucht eine 21 Stunden zum Beispiel Wartung. Ja, das heißt, der braucht auch in 8 Tagen Wartung. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal sagen, er hier soll jetzt gewartet werden. Das heißt, er ist 6 Stunden offline. Und dann hoffen wir mal, dass unsere Energieversorgung ausreicht. Wir sind bei 44. Wir haben aber eine sehr, 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 sehr gute Windversorgung hier. Das heißt, tja, wir sind am Anschlag. Und gerade alles hier ist gerade alles aus. Oh, da müssen wir tatsächlich... Das habe ich jetzt natürlich voll verpennt. Da müssen wir den Dieselgenerator mal einschalten. Also machen wir den Dieselgenerator mal ein. Und Windpark wird in 6 Stunden wegen Wartungsarbeiten runtergefahren. Ihr seht hier, Wartung läuft. Wir machen den Dieselgenerator mal ein, dass wir hier genügend Energie produzieren. Die produzieren nämlich gerade gar nichts. Wegen Wartung außer Betrieb. Wir gucken hier nochmal, der wird in 15 Stunden seine Wartung haben. So, wir lassen den Dieselgenerator mal an. Okay, ich denke, jetzt können wir ihn aber auch durchaus ausschalten. Ja, wir müssten genug Energie haben. Gesamtnachfrage 37, Erzeugungskapazität 63. Hier würde ich übrigens tatsächlich noch eine Anzeige gut finden, wie viel hier gerade erzeugt werden. Wir produzieren gerade 40 Megawatt und ihr seht, wir sind da minimal drunter. Wir könnten gleich eventuell einen Peak haben, wo wir auf die Akkus zugreifen müssen. Wir bleiben mal hier unten. Ja, das sieht gut aus. Hier vorne in Jakobstadt gucken wir auch mal, 27 Megawatt aktuell, Trendnachfrage. Bleiben mal bei ihm. Bei Überlastung nichts tun. Nein, abschalten werden wir dich nicht. Wir haben ja hier hinten ein Notfallsystem aufgebaut. Der kann übernehmen, wenn er hier überlastet wird. Wir könnten auch den dann irgendwann einfach abreißen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber das machen wir in Zukunft. So, ja, ich würde sagen, wir haben genug. Wird der Akku jetzt eigentlich entladen? Ja, wir entladen. Okay, also wir müssen das mal beobachten. Wir machen uns die Einstellung des Dieselgenerators schon mal auf und gehen dann auf volle Geschwindigkeit. Ja, sehr schön. 15.000 verdient, wunderbar. Wir brauchten es tatsächlich nicht. So, jetzt gucken wir mal hier rein. In die Statistiken. Wir sind ganz knapp mit dabei. Also wir reißen ihn auch noch nicht ab. Wir bleiben erstmal... So wie wir sind. So, in 4 Tagen gibt es eine neue Stadt. Windparks wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb. Das ist okay. Die Batterien laufen. Dann würde ich da... Oh, wir sind bei 6,6 Metern. Ah, das könnte jetzt knapp werden. Wir machen uns direkt wieder den Dieselgenerator auf. Zoomen mal ein bisschen raus, dass wir den ganzen Bereich im Blick haben. Und dann werden wir ihn einschalten, sobald es notwendig ist. Wir bleiben hier vorne bei der Energieversorgung. Ich würde sagen, wenn wir an der Stelle angelangt sind, ich hoffe, ihr könnt das in dem Video vernünftig sehen. Wenn nicht, sagt das bitte. Dann werden wir ihn einschalten. Okay. Volle Geschwindigkeit. Ich bleibe mit dem Finger auf N. Einmal einschalten. Oh, ist aber auch ganz knapp gewesen. Ganz, ganz, ganz knapp gewesen. So, neue Stadt wird in 3 Tagen gebaut. Wunderbar, Dieselgeneratoren. Der hat seine Arbeit erfüllt. 5,5 Meter. Wir müssen ihn tatsächlich anlassen. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. So, wir müssen ihn anlassen. Aber wir haben jetzt zumindest alle drin. So, Leistung ist auf 11 Megawatt begrenzt. Ja. Und die sind alle auch wieder in 9 Tagen ist die nächste Wartung fällig. 10 Tage. 9 Tage. Okay. Also da haben wir erstmal keine Probleme mit.
Und hier seht ihr auch schon langsam das Problem von tatsächlich. Und das ist kein Problem in diesem Spiel, sondern da wollte ich jetzt vielleicht nochmal eine kurze Sache zu sagen. Das ist tatsächlich eins der Hauptprobleme, die wir auch bei uns in der Energieversorgung haben mit Windkraftwerken. Man kann sich auf Windkraft nicht verlassen. Das ist wirklich das größte Problem. Und ihr seht es auch hier. Das sind die modernsten Speicher und die sind auch sehr realistisch ausgelegt hier im Spiel, die es noch nicht mal gibt. Ja, da könnt ihr sehen, wie schnell wirklich so eine Speicher leergesaugt werden. Also das ist ein echtes Problem, muss man wirklich sagen. Deswegen gibt es auch die Gaskraftwerke und auch bei uns immer Dieselgeneratoren, also Dieselgeneratoren nicht. Bei uns im Netz sind es tatsächlich die Gaskraftwerke. Die kosten hier momentan ein bisschen viel. Und wir machen jetzt mal langsam weiter. Und dann werden wir mal beobachten, ob wir eventuell sogar noch einen zweiten Dieselgenerator brauchen. Oder ob wir vielleicht gleich einen neuen Windpark bauen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich möchte eigentlich erstmal so hinkommen. Wie gesagt, in 3 Tagen haben wir ja eine neue Stadt. Da müssen wir auch eine Energieversorgung hinziehen. So, dann machen wir erstmal weiter. Beziehungsweise einmal kurz in die Forschung, Mitarbeiterschulung. Wartungsausfall bei Kraftwerken 50% reduziert, finde ich noch nicht so interessant. Wir warten noch mal ein bisschen und werden noch mal weitere Punkte ansammeln. Okay, einmal weiter. Schnellvorlauf. So, Dieselgenerator läuft. Strom geliefert, gesamte Nachfrage. Das passt, wir gucken mal. Wie viel produzieren? 13 und 12, 25. Ja, das sieht erstmal gut aus, zusammen mit den Dieselgeneratoren. Er wird geladen. Okay, gut. Dann gucken wir uns mal das Netz hier an. Ah, wir sind an der Grenze, aber wir haben hier vorne was. Wir können halt, das Problem ist, wir können den Dieselgenerator nicht abschalten. Oder können wir ihn abschalten? Aber wir laden halt den Akku ganz bisschen auf. Das heißt wirklich, dass der Dieselgenerator am Ende ist. Also wir brauchen ihn momentan tatsächlich. Okay, wir spulen mal vor. Okay, 13.000 verdient. Jetzt gucken wir uns die Statistiken mal an. Stromerzeugungskosten sind natürlich jetzt ein bisschen in die Höhe geschnellt, weil wir die Dieselgeneratoren haben. Hier ist die Stadt auch noch komplett versorgt. Das sieht gut aus. Hier haben wir tatsächlich auch lange nicht reingeguckt. Wir gucken mal in die Statistik. Ach komm, weit von entfernt. Okay, also alles gut. Hier sind wir jetzt tatsächlich in dem Smart-Radius drin. Hier seht ihr es. Die ersten sind in dem nicht im Smart, in dem NIMBY-Radius drin. Das ist natürlich auch nicht schön, aber das können wir tatsächlich nicht ändern. Tja, was machen wir hier vorne? In 32 Stunden wird eine neue Stadt gebaut. Wir müssten tatsächlich... einen weiteren Windpark bauen. Das könnten wir hier hinsetzen für 44.000. Wir machen das. Einen weiteren Windpark bitte. Und dann hoffen wir mal, dass wir gleich genug Geld verdienen werden. Und wir machen ihn schon mal vorsorglich aus. So. Tja. Jetzt heißt es Daumen drücken. Wir gehen wieder auf den Dieselgenerator. Und gehen auf Play. Okay, dann lasst uns den Tag mal starten. Zack. So, was ich schade finde, dass wir das nicht verschieben können. Und dass wir hier auch nicht, ich sag mal, Automatisierung einstellen können, um zu sagen, hey, pass auf, fahr ihn doch mal hoch, wenn es notwendig wird. Ja, wenn zum Beispiel die Energie hier zu gering wird. Solche Sachen. So, jetzt haben wir 6 Meter pro Sekunde. Ich hoffe mal, dass wir genug Energie produzieren. Bei den beiden sieht es gut aus. 13, 15, das sind 28, 38, 44 und nix. Ja, also es sieht erstmal gut aus. Die Akkus werden geladen. Dann wage ich es tatsächlich mal, auf schnell zu gehen. Hier unten schauen wir mal kurz in die Statistik rein. Das passt. Wir machen uns den Dieselgenerator wieder auf. Und gehen auf volle Geschwindigkeit. Mal gucken. Ach, guck mal, ist überhaupt kein Problem.
Okay, hatten wir eben gerade... Wir hatten eben gerade einen Stromausfall hier, oder? Ich glaube ja, 20.000 verdient. Oh, sehr schön. Okay, dann können wir uns das tatsächlich erstmal ersparen. Und dann werde ich tatsächlich jetzt ihn hier abreißen. Ja, wir kriegen 5.000 zurück. Nicht alles, ganz wichtig. So, das heißt... Ich weiß, die Stadt ist ohne Energie. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich möchte nämlich hier... Wir sind ja noch bei 0. Also von daher passt das. Also, wir gehen einmal hier lang. So. Einmal da lang. So. Dass wir auch beide Richtungen einspeisen. Und die könnten wir auch, diesen komischen Bogen hier mal abreißen. Aber hey, komm, passt. So, 22.000. Jetzt ist entscheidend, wo wird die nächste Stadt entstehen. Auf dieser Karte, wenn ich mich kenne, wird das hier hinten sein. Ganz weit da hinten. Aber okay, da müssen wir damit leben. Also wir können mal gucken, was wir machen. Wir haben 4 Forschungspunkte. Erhöht die Speicherkapazität um 25%. Oh, das ist gut. Das machen wir. Die nutzen wir sehr aktiv. Das ist eine sehr schöne Sache. Okay, dann würde ich sagen, wir haben alles vorbereitet. Weiter geht's. Wir können ein bisschen schnell vorspulen. 5, 4, 3, 2, 1. So, in 2 Stunden wird die nächste Stadt gebaut. Da müssen wir jetzt dranbleiben. Wir schauen uns mal die Leitungen hier an. 11, 20. Gucken mal. Na, gut, dass wir was gebaut haben. Wir sind hier, denke ich, an der Grenze schon angekommen. Siso-Effekt ist aktiv. Wo ist die Stadt? Ja, es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. So, wir bauen auch hier erstmal ein kleines Umspannwerk. Das bauen wir einmal da oben hin. Ja, einmal dahin. Eine Leitung bitte nach da. 28.000 kostet das. Boah, da müssen die wohl noch einen Tag auf Strom verzichten. Kann ich erinnern. So, die werden das natürlich unglücklich sein. Aber wir haben 22.000 Profit gemacht. Das ist sehr gut. So, dann ziehen wir von hier aus jetzt eine Leitung hin. Und einmal eine kleine Leitung. Da lang und da ziehen wir es auch gleich lang. Okay, sehr schön. Dann sollten wir jetzt eigentlich alles haben. Und, oh, da ist ein Gebäude nicht angeschlossen. Das geht ja gar nicht. Da ziehen wir gleich eine Leitung lang. Ja, das sollte hoffentlich vom Netz her passen. Hier wird eingespeist, hier oben. Ja, okay. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Kapazität haben die. Die haben 100 Megawatt. Okay, das reicht noch. Wir müssten halt gucken, dass wir die Leitung nicht überlasten. Ja? Wir sind momentan tatsächlich ja dabei, dass wir alles über eine Leitung machen. Und wer meine Let's Plays verfolgt, zum Beispiel Workers and Resources, der weiß, dass das zuweilen eventuell ein Problem sein kann. So, jetzt lass uns nochmal überlegen. Wir schauen nochmal die Overlays an. Auslastung der Stromleitungen. Das ist kein Problem. Er kann hier ergänzen. Wir könnten hier noch einmal weitermachen. Dann könnten wir das hierüber versorgen. Über den Zweig. Das Ganze hier ist okay. Wir haben so und so kein Geld mehr, um was zu bauen. Von daher brauchen wir uns darum auch jetzt keine Gedanken zu machen. Wir müssten aber tatsächlich von hier aus, ich würde gerne hier noch eine Stromleitung ranziehen, dass wir wirklich diesen Zweig hier ein bisschen umbauen. Ja, das machen wir auch so. Jetzt gehen wir erstmal auf den nächsten Tag. Wir zoomen raus. Das hat nichts Gutes, eine Stadt der anderen vorzuziehen. Wir sollten eine ebenso verlässliche Stromversorgung bekommen wie alle anderen. Das habt ihr, meine Besten. Das habt ihr. Ihr habt jetzt eine Energieversorgung. Wir bleiben mal ganz oben dabei. Wir sind bei 5. Und, oh, wir müssen tatsächlich den Dieselgenerator anschmeißen, oder? Ja, noch nicht. Noch nicht. Wir lassen uns das mal auf und gehen mal auf schnelle Geschwindigkeit. Ah, es wird... Ah, das ist kritisch. Es ist kritisch. Okay, wir müssen den Dieselgenerator anschmeißen.
Wir müssen den Dieselgenerator anmachen. Wir produzieren tatsächlich zu viel Energie und er ist auch schon überlastet. Wow. Wir sind bei 50 Megawatt, die hier mittlerweile rausgezogen werden. Wahnsinn. Okay, da müssen wir auch was tun. Dazu haben wir aber momentan tatsächlich nicht das Geld. Die Städte wachsen ziemlich schnell. So wie sieht es hier aus? Da haben wir jetzt keine Energie mehr. Wir haben tatsächlich zu wenig Energie. Wow. Und in 6 Tagen kommt eine neue Stadt. Puh, ihr merkt schon, das wird schwierig. Aber jetzt können wir nichts machen, außer den Tag beenden. 25.000 verdient. Okay. Das müssen wir jetzt echt gut investieren. Wir schauen erstmal hier unten rein. Rumsparen. So, reduziert den Stromverbrauch in den Städten. Das werden wir auf jeden Fall machen. Niedriger Stromverbrauch ist schon mal gut. So, also die Leitung, da kümmern wir uns jetzt erstmal nicht drum. Dazu haben wir nicht das Geld. Wir werden erstmal weiter sparen und jetzt gucken wir mal, wie wir weitermachen. Er ist nicht am Stromnetz angeschlossen. Das hatte ich aber für ein Gerücht. Das müsste aber alles passen. So, jetzt checken wir nochmal ihn hier oben ab. Er war einmal ganz kurz über den 50 Megawatt. Er hat aber eine Spitzenleistung von 60 Megawatt. Das ist also erstmal okay. So, wie viel Energie produzieren wir? Im Moment wird die Batterie geladen. Wir müssen aber auch eine weitere Windkraft bauen. Und eine weitere Windkraftanlage können wir tatsächlich sehr gut hier hinten bauen. Ich zeige es euch mal. Hier hinten haben wir nämlich auch eine Möglichkeit. Das kostet allerdings natürlich, ja, weil wir hier terraformen müssen, eine ganze Menge Geld. Aber das könnten wir da auch machen. Ach, das Haus wird von der anderen Seite angeschlossen. Okay, einmal dahin bitte. Okay, gut. Das ist natürlich, ja, das war jetzt ärgerlich, dass ich das nicht gesehen habe. Dann können wir gleich da einmal noch runterziehen. Okay, haben wir hier auch alles? Ja. Tja, gucken wir mal, dass wir jetzt weitergehen. Wir produzieren momentan eine ganze Menge Energie und ihr seht, dass tatsächlich das Windrad hier, also dass wir jetzt an der Kapazitätsgrenze angelangt sind. Wir produzieren volle Energie und wir brauchen immer noch eine ganze 14 Megawatt aus unserem Dieselgenerator. Oh, 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 wir müssen ganz schnell eine neue Leitung ziehen. Wir müssen ganz schnell eine neue Leitung ziehen. Ihr seht es hier hoffentlich. Gucken wir mal. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, grüne Leute. Jetzt explodieren hier schon die Leitungen. Reparieren bitte. Die Leitungen glühen, Leute. Oh je, oh je, oh je. Gott sei Dank ist gleich der Tag vorbei. Eine Niederspannungsleitung in Jakobstadt ist ausgefallen. Was zum Henker? Jetzt explodieren hier die Gebäude. Ach, du heilige Mutter Gottes. Ach, du ahnst es nicht. Oh, boah. So, okay, wir müssen erstmal reparieren. Also eins nach dem anderen. Die Leitung sieht ja erstmal gut aus. Jetzt gucken wir erstmal, was die Überlastung sagen. Also hier passt es. Und die Leitung ist rot und völlig überlastet. Wir ziehen eine neue Leitung. Einmal da raus. Ziehen die da hinten lang am und speisen das tatsächlich auch noch einmal von hinten ein, dass wir die Leitung hier ein bisschen entlasten. Okay, du wirst repariert. So, das heißt, wir haben eine Einspeisung von hinten. Wie sieht es jetzt hier aus? Wie lange ist er über der Spitze gewesen? Ah, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Wir müssen tatsächlich wieder ein kleines örtliches Umspannwerk bauen, um die Energie hier entsprechend zu erweitern. Wie sieht es hier unten aus? Da ist es noch okay. Ich würde tatsächlich hier gleich noch ein großes bauen für 10.000. Und das tatsächlich genau da hinsetzen. Na, das geht nicht. Das Problem ist, wir sind hier in diesem NIMBY-Radius drin. Wie sieht es denn mit dem NIMBY-Radius aus?
Ah, noch ist die Zufriedenheit okay. Ja, dann müssen sie mitleben. Da müssen sie einfach mitleben. Wir bauen das tatsächlich hier vorne hin. So, die Niederspannungsleitung kommt einmal dahin, bitte. Und dann werden wir das Ding einfach abreißen. So, und weiter. Wir gucken nochmal auf die Überlastung. Ah, die ist jetzt natürlich ganz schön überlastet. Dann werden wir eine neue Leitung einmal dahin bauen, dass wir die ein bisschen entlasten. Und die beiden die Stücke hier wegreißen. So. Ja, dann schauen wir mal, ob das hilft. Wir haben jetzt einen zweiten gebaut und ich hoffe mal, dass das Netz so intelligent ist, um sich jetzt hier dann auch noch was rauszuziehen. Für Notfälle. So, Dieselgenerator läuft und als nächstes müssen wir tatsächlich ein Windrad bauen. Und das will ich eigentlich hier hinten bauen. Dieselgenerator wird in 44 Stunden wegen Wartungsarbeiten runtergefahren. Leute, das wird echt eine hammerharte Sache hier. Wie viele Tage haben wir noch übrig? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal einen Tag weiter. Okay, also das Netz ist jetzt stabil. 25.000 haben wir. Sehr schön. Das Netz ist stabil. Wir bleiben mal hier unten. Ja, wir sind hier auch an der Grenze. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass wir hier auch noch was bauen müssen. Okay. Aber die Stadt hat erstmal genügend Kapazitäten. So, wie sieht es mit Forschungspunkten aus? Reduziert die Wartung um 50%. Ja, das können wir direkt freischalten. Ich denke, in 24 Stunden wird er ausgeschaltet. Solange lassen wir ihn jetzt noch laufen. Okay. Wir machen mal volle Geschwindigkeit und ich möchte das hier mal beobachten. Ja, jetzt übernimmt er. Und irgendwas ist ausgefallen. Was? Nein. Oh, wir haben vergessen, hier hinten eine zweite Einspeisung zu machen. Oh, 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 oh. Einmal da lang, bitte. Und das wird repariert. So, das brennt jetzt natürlich hier. Hoffen wir, dass das schnell genug geht. Ja, okay, wir sind fertig. Okay, also hier müssen wir auch noch was machen. Ihr seht, 30 Megawatt, das ist hier definitiv zu viel. So, irgendwas hat hier oben keine Energie. Da hinten müssen wir eine Leitung hinbauen. Und das einmal auch da einspeisen. Gott, wieso bauen die denn nach oben weiter? Da haben wir doch gar keinen Platz gelassen. Ach, herrje. So, der Windpark ist okay, wir sind bei 30.000. Tja, hoffen wir mal, dass wir genug Energie gespeichert haben im Dieselgenerator. Das Problem ist, der produziert natürlich gerade so gut wie keine Energie. Also die Windparks produzieren ganz wenig Energie. Jetzt geht er echt bis hier oben hoch. Eieieiei. Ja, ja. Okay. Gucken wir mal, wie wir das Netz hier stabil kriegen. Aber wir müssen tatsächlich hier unten was machen. Wir müssen hier unten, würde ich tatsächlich direkt das große Umspannwerk bauen. Und das auch hier hinsetzen. So wie es eigentlich von vornherein geplant war. Setzen das dahin. Ne, wir setzen das lieber auf. Jetzt weiß ich nicht, ob die da Energie weiterleiten. Wir setzen das mal dahin. Und er leitet die Energie weiter. Okay. Okay, so, dann werden wir einmal. Hier können wir nicht raus. Wir können aber da hinten raus. Dann sollten wir tatsächlich direkt mal hier rausgehen. Und da eine Einspeisung machen. Und hier werden wir die Einspeisung an die Leitung noch mit ranziehen. Und die Leitung ziehen wir auch da oben ran. So. Und das lassen wir hier stehen für Notfälle, sodass wir vor allen Dingen aus dem hier ebenfalls hier oben hin eine Leitung legen können. Wenn die Stadt sich in diese Richtung erweitert, dann können wir das auch von dort versorgen. Okay, so das nächste Geld investieren wir in weitere Windparks, denn in 30 Stunden werden die runtergefahren. Wir könnten jetzt mal schauen, ob wir es hinkriegen, dass wir die Dieselgeneratoren ausschalten. Ja, ich würde eigentlich den Dieselgenerator gerne ausschalten. Hallo? Einmal
Achso, der ist dann so aus. Okay. Ja, dann lasst uns mal loslegen. Dieselgenerator ist aus. 23%. Wir bleiben dabei. Ich möchte ihn gerne jetzt erstmal auslassen, denn das sorgt dafür, dass wir mehr Geld verdienen werden. Du bleibst bitte aus. So, wir bleiben mal mit dem Blick hier unten drauf. Okay, ansonsten sieht es erstmal gut aus. Hier haben wir alles versorgt. Wir checken mal, hier haben wir alles versorgt. Wir haben hier schon großzügig umgebaut. Hier haben wir eine ganze Menge versorgt. Wir gehen mal auf die Auslastung. Ja, das sieht gut aus. Wir haben jetzt eine, wir haben momentan halt das Problem, dass wir eine sehr zentrale Energieversorgung haben. Deswegen will ich halt weitere Windkrafträder hier hinten hinbauen, dass wir auch hier hinten einen Salz, einen Flüssigsalzspeicher hinbauen, dass wir das Netz danach aus zwei Richtungen machen. Hier haben wir jetzt ein Problem. Hier wird es relativ warm. Wir gucken mal. 25 Megawatt, aber es geht noch. Die können auch ja von hinten Energie aus dem Netz rausziehen. Die Stelle wird potenziell überlastet. Ich frage mich, warum. Wir haben ja genügend Kapazitäten. Es geht aber noch. Wir checken mal die Zufriedenheit. Ja, das sieht gut aus. Overlay der Stromnachfrage. Klar, hier hinten die Industrien sind relativ viel. Ich möchte tatsächlich mal das hier anlassen. Und wieso kriegt er so viel Energie heraus? Machen mal den da dicht. Dass wir das tatsächlich von unten einspeisen. Jetzt haben wir den Punkt, der sehr heiß ist. Aber wir speisen jetzt mehr von unten ein. Das ist schon mal etwas besser. Jetzt wird die Leitung sehr warm. Ja, die beste Versorgung haben wir hier noch nicht. Wir machen mal auch schnell. Okay, also da müssen wir uns jetzt irgendwas überlegen. Dann gucken wir uns die Statistiken erstmal genauer an. Wir haben 35.000 verdient. Top. Sehr gut. NIMBY-Bewertung sieht gut aus. Energiespeicher, Effizienz, durchschnittliche Punktzahl. Alles okay. Gesamtenergiebedarf. Unzufriedenheit ist okay. Verdienst ist auch okay. Ja. Dann würde ich sagen, planen wir erstmal unsere Anlage etwas weiter. Hier vorne müssen wir planen. Und das machen wir morgen. Macht's gut, bis morgen. Euer Strategie. Ciao, ciao.